Ich bin Josip Stanišić, geboren in München. Und ja, wie ich zum Bayern gekommen ist, schon ein bisschen auch eine skurrile Geschichte, denn ich war, seitdem ich 7 bin, war ich beim FC Perlach, bis ich 10 war. Und dann bin ich zu den Stadtrivalen gewechselt, zu 1860 München. Und da bin ich dann aber 2015 von da aus nach Fürstfeldbruck gewechselt. Und dann kam irgendwann, ich glaube 2017 kam dann mal ein Angebot, dass ich mal hier ein paar Probetrainingseinheiten absolvieren soll. Dann 2017 im Winter bin ich schließlich dann von Fürstfeldbruck zum FC Bayern gewechselt. Definitiv war das schon immer ein Kindheitstraum, weil ich bin ja, seit ich denken kann, bin ich eigentlich Bayern-Fan. Und ja, als ich die da immer gesehen habe, wie die da die Meisterschale hochgehalten haben und auch am Rathaus immer waren, fand ich immer schon ganz geil. Und natürlich war das schon immer ein Ziel und auch, ja, ist immer irgendwo auch im Hinterkopf gewesen. Aber dass es natürlich dann diese Saison so weit kommt, ist natürlich dann umso schöner. Und das Gefühl, die Schale in der Hand zu halten, ist natürlich dann auch überwältigend. Also ich muss sagen, es war schon eher überraschend. Am Tag davor wusste ich gar nichts davon. Ich bin dann einfach hierher zum Training gekommen und vor der Videoanalyse kam dann Hansi Flick zu mir und hat gesagt, dass ich spielen werde. Und ab da war ich dann schon ein bisschen nervös. Ich konnte das dann so gut schon verstecken, aber so innerlich hat es schon ein bisschen angefangen zu kribbeln. Und ich habe das auch, ich weiß ganz genau, ich habe das meinen Eltern auch gar nicht erzählt, weil die dann noch nervöser wären und mich dadurch auch ein bisschen nervöser machen würden. Deswegen habe ich das für mich behalten, solange es ging. Sobald das Spiel dann angefangen hat, ja, habe ich versucht, einfach ruhig zu bleiben und mein Bestes zu geben, weil, wie gesagt, es war schon immer ein Traum für die Profis zu spielen. Dass es dann so zustande kam, ist natürlich umso schöner. Aber vor allem auch in dem Spiel war das so. Ich glaube, es hat auch ein bisschen geholfen, dass ein leeres Stadion da war, auch wenn es schade war. Aber das ist natürlich auch schon ein bisschen mehr gewohnt, als vor 75.000 Zuschauern zu spielen. Deswegen alles in allem war das ein, ja, mit der beste Tag, den ich hatte. Ich kenne zwei verschiedene Josip. Zum ersten einen überragenden Kerl. Ein bisschen schüchtern kann man sagen. Aber es ist so Respekt. So, ich kenne einen Josip von den letzten paar Wochen in der dritten Liga, wo klar, diese Gruppe war einfach mental schwach. Oder klar, haben die Angst oder Zweifel gehabt, keine Ahnung. Das ist eine persönliche Frage für die Spieler. Und in einem Spiel hier im Grünwald-Stadion, wo ich die ganze Woche mit den Profi trainiert oder das Debüt mit den Profi gemacht, dann ist runtergekommen, die Amateuren verlieren, glaube ich, 0-4 hier im Grünwald-Stadion war in meiner Meinung als IV auch schwach. Drei persönliche Fehler in diesem Spiel gemacht. Ich habe nicht so in diesem Moment einen richtigen IV gesehen. Ganz andere Josip haben wir diese Saison gestartet. Vom nächsten Tag, bis er bei uns trainiert hat, war mit Abstand, aber mit Abstand die vierte Spieler, die haben wir trainiert oder gehabt. Dann kommt sofort der Anruf von den Profis, dass 10 oder 12 Spieler müssten auch kommen und da oben trainieren. Dann haben wir keine Zweifel gehabt. Ich weiß nicht, was hat er in Urlaub gemacht. Aber er ist so mit einem ganz anderen Fokus und so professionell zurückgekommen. Also von nächsten Tag war einer der Besten auf dem Feld in jeder Trainingseinheit. Ah, diese Josip haben wir selber gesagt. Und Gott sei Dank ist genau mit dieser Gruppe da oben trainiert und haben die auch einen interessanten Spieler gefunden und da oben geblieben. Da freue ich mich sehr. Mein Fazit ist eigentlich, war es für mich persönlich eine gute Saison, weil ich es ja vor der Saison nicht erwartet hätte, dass ich hier bei den Profis so viele Spiele mache. Nach dem Beginn der Saison, wo ich ja fast alle Spiele gemacht habe, die ich machen konnte, kam halt dann leider Corona und direkt danach halt meine Verletzung, die mich schon auch sehr rausgebracht hat aus dem Rhythmus und auch ein paar Spiele gekostet hat. Wenn man die ganze Situation betrachtet, kann ich mich nur glücklich schätzen, dass sie dann so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ich weiß nicht, welcher Traum größer ist, für Bayern zu spielen oder für die Nationalmannschaft. Als ich hier angefangen habe zu spielen, die Saison war das gar nicht so in meinem Kopf, dass ich es vielleicht dann zum Nationalspieler schaffen könnte. Das kam dann immer von Zeit zu Zeit so. Und als es dann so weit kam, dass ich den Anruf bekommen habe, war das natürlich für mich eine Riesensache, aber auch für meine ganze Familie, weil der Großteil immer noch in Kroatien lebt. Und die sind zwar auch alle Bayern-Fans, aber für das eigene Land zu spielen, ist halt nochmal überwältigend einfach. Und als ich dann auf dem Platz stand das erste Mal war, und da muss ich schon sagen, habe ich erstmal kurz mich ein bisschen kneifen müssen, weil
Ja, und es ging halt alles so schnell, dass man das gar nicht so richtig realisieren konnte am Anfang. Ja, ich war in dem Moment, als der Anruf kam, war ich im Auto mit meinen Eltern. Ja, dann bin ich eigentlich ganz ruhig geblieben während des Gesprächs. Und ich habe aber schon im Augenwinkel gesehen, dass ja, meine Schwester angefangen hat zu weinen, die das auch nicht alle erwartet hatten. Und ich muss schon sagen, also der Moment war schon einfach schön. So ein Moment, wo man unerwartet bekommt. Und dann ist auch noch die Familie dabei. Es war schon sehr, sehr schön. Es gab sicherlich viele, die ganzen Youth League-Spiele oder auch, dass ich Kapitän war ein Jahr lang. Aber ich glaube, das besonderste Erlebnis war ja, die Drittligameisterschaft, als wir sie gegen Kaiserslautern dann überreicht bekommen haben. Das war, glaube ich, ein Tag, den alle, die dabei waren, nie vergessen werden. Ich glaube, Geduld ist eine sehr wichtige Tugend, was das angeht, weil nicht jeder hat so ein extremes Talent, dass er mit 16, 17 schon so weit ist, dass er bei den Profis spielen kann und mittrainieren kann. Dann gibt es halt natürlich immer wieder Phasen, wo man denkt, ja, schaffe ich es nicht. Und da finde ich, glaube ich, ist einfach Geduld ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und natürlich halt auch die Willenskraft, dass man es dann auch durchzieht, selbst wenn es ein bisschen schlechter läuft oder mal gar nicht läuft, dass man trotzdem dranbleibt, weil man weiß nie, wann es passieren kann. Im Fußball ist ein Tagesgeschäft, da kann man mal ganz unten sein und am nächsten Tag spielt man dann gegen Union Berlin. Deswegen einfach dranbleiben und auch einfach die Hoffnung nicht verlieren, dass man es trotzdem schaffen kann. Ein Spiel, das hat mir super gefallen, war das letzte Spiel, haben wir in 2021 hier im Grumman Stadion gespielt gegen die Letizien, wo die haben auch einen super Trainer. Die sind Dritte in der Tabelle. Die sind eine sehr kompakte Gegner, schwer die zu schlagen. Da war, glaube ich, fast unser komplettes Spiel. Copado, gutes Zusammenspiel mit Sieb. Copado, Copado, 1-0, jawohl! Guter Chip, Batista Meier kommt zu Fall und es gibt 11 Meter. Batista Meier tippt selbst am 2-0. Dieses Spiel war wichtig, dass wir haben das gewonnen. Das war ein super Spiel von den Jungs. Aber ein gutes Spiel macht nicht eine gute Saison. Ne? Wie gesagt, schade für die 5 Punkte Familie, die 2 Wochen verloren oder verpasst. Aber die Mannschaft hat heute wieder eine gute Reaktion gezeigt, glaube ich. Manche der Stunde war die Mannschaft hat, oder war 8-mal ungeschlagen in den letzten paar Wochen. Deswegen haben wir gut gegen eine sehr gute Mannschaft heute in unserem Grumman Stadion, das letzte Spiel von diesem Jahr, eine gute Reaktion gezeigt. Ich freue mich sehr für die Jungs. War gut. Geht immer besser, immer. Wir gewinnen heute, bitte über den Ball. Servus, ich bin Gabriel Vidovic, ich bin 18 Jahre alt, bin Fußballer bei Bayern München, bin in Augsburg geboren, bin dann zu U14 zum FC Bayern gekommen und habe ab da alle Jugendmannschaften bin ich die, ja, durchgegangen und Stand jetzt bin ich Teil des Profikaders bei Bayern München.
Gabi war bei Augsburg einer der besten Spieler in einem sehr guten Jahrgang und ist damals ins Training gekommen. Ich hatte damals die U8, war relativ am Anfang auch von meiner Trainerlaufbahn bei Augsburg. Und erste Aktion von Gabriel war, mit 6 Jahren muss man dazu sagen, Ball genommen, einen Spieler getunnelt, direkt ein Tor gemacht. Und das war genau der Zeitpunkt, wo ich, aber auch alle anderen gesagt haben, müssen wir machen. Er war sogar in der U8 mein Trainer, das heißt, wo ich 6 Jahre alt war. Und ich glaube insgesamt vielleicht 5 Jahre mein Trainer. Mit ihm bin ich zu Bayern gekommen, dann war er auch in Bayern mein Trainer. Also auch sportlich, aber auch menschlich hat er mir auch sehr weitergeholfen. Natürlich, er hatte natürlich unabhängig von mir immer mal wieder Anfragen von vielen Bundesliga-Vereinen, natürlich auch von Bayern München. Und ich glaube schon, dass ich dann so ein Beweggrund mehr war, den Schritt dann zu machen, weil ich eben auch den Schritt zu Bayern gemacht habe. Also jetzt fängt mein 7. Jahr an, das heißt, ich war schon 6 Jahre bei Bayern und ich war in der U14 noch an der Sebener Straße und dann ab der U15 bin ich eigentlich den kompletten Campus durchgegangen. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne und sehr prägende Zeit, die ich miterleben durfte. Ja, allgemein glaube ich, ist der Glaube an sich selber, weil darf eigentlich nie an sich selber zweifeln. Man muss sich selber vertrauen und an sich glauben. Und dann ging es eigentlich meistens bergauf, aber es gab natürlich immer Rückschläge, wenn man mal nicht gespielt hat oder so. Aber ich glaube, das gehört alles dazu. Da ist jeder mal durchgegangen und die machen eigentlich einen noch stärker. Vamos! Mein erstes Training. Also ich bin jetzt nicht so lange hier, seit nach meiner Verletzung, aber also was ich jetzt sowas alles mitbekommen habe, ist die Stimmung sehr, sehr gut. Also erstmal wieder auf dem Platz zu stehen, wieder 100% fit zu sein und dann natürlich Aufstieg mit der Mannschaft. Also auf den ersten schauen wir gar nicht, wir schauen einfach nur auf uns, dass wir halt alle Spiele jetzt gewinnen und es kommt dann, wie es kommt. Also wir schauen einfach. Wir sind immer noch dran. Danach in Winterpause haben 3 wichtige Spieler diese Gruppe verlassen. Nemanja Motika, Oliver Tistamaya, dazwischen die 2, 27 Tore. Unsere linke IV, Bright, nach Köln ausgeliehen, wo er viel für diese Mannschaft gebracht. Trotzdem sind andere 3, 4 Spieler auch gekommen und wir bleiben immer noch dran. Wie gesagt, mit einer guten Gruppe, mit einer guten Kader. Dazwischen, wir zeigen A nicht, wie wir spielen, okay? Und das zweite ist, Belzi, du gehst vor. Hier sind 3 auf dieser Seite und auf dieser Seite 2, Jan. Jeder ist in seiner Position, es ändert sich hier nichts. Anje, du täuscht an, dass du nach rechts den Ball spielst. Wir spielen langen Ball auf Jan, okay? Geh mal, Jung, komm, aggressiv, ey, und genieß das Spiel von Anfang an. Das war ein kleines Derby gegen Haching und dieses Spiel hat uns in meiner Meinung Christian Frichtl sehr geholfen. Guter Schuss, Frichtl! Und wieder Frichtl! Christian Frichtl, die Krake! Sensationell! In meinen Augen hat er 2 oder 3 Tore gehalten, was normalerweise ist Tor.
von Sandro Wagner in Rückstand. Gute Herangabe, Copado, oh, der erste Ballkontakt war super und der zweite noch besser. 2-0, was für ein Zaubertor von Lukas Copado. Kabadai, immer noch Kabadai, klasse durchgesetzt. Und Taylor Booth, Tor, 3-0 für die Bayern Amateure in Haching. Die Bayern Amateure gewinnen mit 3-0 in Unterhaching. Es war für mich ein schönes Spiel. Ich bin ja in Haching groß geworden. Es war schön, wieder im Stadion hier zu sein. Wir haben uns alle auf das Derby gefreut gegen Haching, haben uns alle vorgenommen, das Spiel zu gewinnen. Und das Spiel war gut. Wir sind schwer reingekommen, es war ein hartes Camp. Und am Ende ein verdienter Sieg für uns. Durch die zweite Halbzeit haben wir die Tore gemacht, haben das Spiel dominiert und haben sehr gut gespielt. Ja, weiterhin so spielen, wie wir uns vornehmen. Ja, es jeden Gegner schwierig machen, gegen uns zu spielen und natürlich gewinnen. Ich habe meinen Staff, die Kameras sind immer on und ich habe immer noch nach dem Training die Möglichkeit, wieder das Training zu schauen, zu analysieren, die guten Dinge zu schneiden und zu zeigen und die Fehler auch. Die gute Jungs, wenn jemand ist, dann seid ihr hier gekommen gegen Schweinfurt. Ich freue mich sehr für euch. Ich habe nochmal in unserem Stadion die Möglichkeit zu zeigen, gegen eine sehr gute Mannschaft, eure Qualität. Okay? 1-1, wir versuchen Amindo von außen nach innen zu lenken. Wir versuchen auf diesem Pass zu stoppen. Außer Stürmer lenken nach innen, Mali ist Gotti auf die 6er, Entschuldigung auf die AV, Gava gegen Skenderovic, Nico gegen Xavier. Ich sage euch, Jungs, wenn ihr schafft, dass die zwei keine Tore machen, wir haben nicht nur eine große Möglichkeit, diese Spiele zu gewinnen, sonst auf die Meisterschaft immer noch zu kämpfen. Okay? 2-0. Ja. Verlieren wir den Ball. Und danach alles so nach hinten laufen. Spielen wir so. Ich bin tausendmal besorgt, dass wir gewinnen werden. Okay? Viel Glück und viel Spaß. Komm. Vidovic. 3-0, 30. Minute.
Vidovic mit dem Doppelpack. Die Bayern-Amateure führen nach einer halben Stunde gegen Schweinfurt mit 3:0. Wow! Lee! 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 Oh, macht er das! Rotzberg! 4:0! Was für eine Gala-Vorstellung von der Mannschaft von Martin De Michelis in der ersten Hälfte! Und nochmal Sieb! Armindo Sieb! 5:0 für unsere Amateure! Was für eine 5-Sterne-Gala! Ich glaube, jeder von uns war motiviert von Anfang an und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso wir so gut ins Spiel gekommen sind. Ja, das frühe Tor hat uns auch sehr geholfen. Ich glaube, allgemein, wenn man Spiele gewinnt, ist es immer gut, also dass man dann mit einem guten Gefühl ins nächste Spiel geht. Und wenn man dann so viele Tore macht wie heute, gibt einem das einen extra Push nochmal für die letzten Spiele und mal schauen. Also jeder glaubt noch an den Aufstieg und ja, das ist auch unser Ziel. Wir haben noch lange Weg, aber die Jungs sind noch jung. Die lernen noch und trotzdem denke ich, dass wir haben noch Chance, um dritte Liga erreichen. Ne? Das ist noch nicht fertig. Ja! War für uns klar in der Rückrunde, wir können auch nur auf uns schauen erstmal. Wir müssen einfach nur jedes Spiel gewinnen. Und was dann Bayreuth macht, wird man sehen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben jedes Spiel gewonnen. Nur Bayreuth hat auch nichts hergegeben. Natürlich ist es dann ein ganz anderes Spiel, auch vom Gefühl her und von der Anspannung her ist es was ganz anderes, weil wir alle wissen, das ist jetzt das Spiel, das vielleicht die Meisterschaft entscheidet. Wir haben es geschafft, uns immer komplett auf uns zu konzentrieren. Das war auch wichtig, was der Trainer uns immer gesagt hat. Er hat vor jedem Spiel, als noch 7 Spiele bis zum Bayreuth-Spiel waren, hat er gesagt, es sind 7 Finals vor dem Bayreuth-Spiel. Jedes Spiel ist jetzt ein Finale. Und dann haben wir es geschafft, auch jedes Spiel ja vor dem Bayreuth-Spiel zu gewinnen. Gut, Herr Jung, hör zu. Es gibt nichts zu verlieren. Okay? Passiert sowieso nichts, wenn wir schaffen, nicht heute zu gewinnen. Aber es gibt viel zu gewinnen, Nico. Es gibt 2 Losungen im Beginn. Die Vier-Rotation haben wir die 2 letzten Tage trainiert. Vier-Rotation, ganz klar, die kennt ihr nicht, aber alle anderen schon. Oder wie wir trainieren, jede Passform. Gib mir den Ball und geh weg, gib mir den Ball in den richtigen Moment. Geh weg vom Gegner. Okay? Das sind die 2 Losungen. Ich wünsche euch das Beste. Aber genau wie unsere Waffe. Es gibt keine hier. Nimm den Ball und mach Spaß, Junge. Wir wissen nicht andere Waffen. Pass auf, das sind die meisten Mannschaften, die faul machen. Wir protestieren von außen. Ihr nicht, ihr spielt schnell. Okay? Geht raus und zeigt das. Alles zu fassen, ey. Körper Straße. Komm, bitte. Wir fahren euch wieder ein. Die Körper Straße. Die Kommunikation mit Aggressivität und mit den Augen. Komm, gutes Spiel, komm. Montag, die Bayern-Amateure als Zweiter zu Gast beim Spitzenreiter bei der Spielvereinigung Bayreuth. Oh, die Bayreuther, gleich druckvoll
von Beginn an. Die Bayern können hinten nicht klären. Feldherrn unter Druck gesetzt. Aufgepasst. Aufgepasst! 6. Minute, 1:0 Bayreuth durch Knežević. Ich glaube, von allem ist so alles einfach dazugekommen, was dazukommen konnte. Natürlich sind wir unerfahrener als die anderen in so einem jungen Alter. Aber ich glaube, da stand es auch schon nach ein paar Minuten direkt 2:0. Und dann ist natürlich auch nicht ganz positiv, wenn du nach ein paar Minuten direkt 2:0 hinten liegst. Und ja, und wir haben gar nicht, glaube ich, richtig ins Spiel gefunden. Und wie gesagt, es war schon sehr, sehr, sehr bitter, muss ich sagen. Immer schwierig zu sagen, woran es lag. Ich glaube, die haben uns einfach schon ein bisschen überrumpelt mit der Wuchtigkeit und mit diesem Männerfußball einfach. Lange Bälle, Zweikämpfe gewinnen. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, dass wir die wenigsten Zweikämpfe wahrscheinlich für uns entschieden haben. Vor allem die Luftduelle haben wir ziemlich wenig für uns entscheiden können. Ich habe euch gesagt, es geht nicht um zu verlieren. Weil so ist, es sind wir kein Sohn, kein Freund, keine Mama, kein Papa. Aber dieser Typ hat so eine Geschichte, der Kemiuda, Ulikene, Rumänien, Semaya. Hat so eine Geschichte, Jungs. Hat so eine brutale Geschichte. Da kennen wir diesen Tico nicht so repräsentiert. Die andere Trainer von Bayreuth ist besser als ich. Ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das. Aber es gibt zwei Wege. Gehen wir nach Hause mit 6 Stück in den Rücken oder repräsentieren wir diesen Tico. Wie richtige Spieler, ey. Wie richtige Spieler. Das ist immer nie das Problem. Wir haben mindestens die ersten 30 Minuten jede 2 Kämpfe verloren. Jede 2 Kämpfe verloren, jede Flanke alleine, jede 2 Kämpfe verloren. Ich wollte euch Sparta wie möglich, deswegen haben wir gestern im Training der Rondo im Kreis gespielt, dass ihr nicht so viel emotional auf das Spiel kommt. Aber weiß ihr, was war der Unterschied? 45 Minuten warst du geschlagen, oder? Warst du gerade auf dem Boden? Was haben die gemacht, Jungs? Was haben die gemacht? Habt ihr nicht gesehen? Soll ich erzählen, was haben die gemacht mit dem Ball? Was haben die gemacht mit dem Ball? Weitergespielt, oder? 3:0, sind die schon Meister? Und ich habe weitergespielt mit dem Ball. Wir verlieren 3:0, ihr seid auf dem Ball und ich schlage den Ball aus. Wir sind nicht schlau genug für dieses Spiel. Das ist das Problem. Und ich lüge euch nicht. Ich bin voll stolz auf jeden von euch. Auch diese Mannschaft, eine brutale Saison gespielt. Ich habe euch nicht gelügt. Letzte Woche, letzte Monat oder in die allerletzte Spiel. Junge, ich bin stolz auf euch. Ich bin trotzdem mit dieser Scheiße 3:0 im Rückstand voll stolz auf euch. Aber heute ist nicht auf mich. Diese Trikot muss stolz auf euch sein, nicht ich. Und Fußball ist verrückt. Kann was passieren? Fußball ist verrückt, glaube ich. Hey, soll ich euch erzählen? AC Mailand. Hey, Champions League Finale. Und ihr könnt mir sagen, ja, aber wir haben nicht Erfahrung. Ach, Moment, in diese Mannschaft war Pirlo, war Crespo, war Gattuso, war Neta, war Maldini. 3:0 nach 15 Minuten mit einer brutalen Erfahrung. Haben die verloren. Okay, die sind schon was. Aber kann im Fußball viel passieren. Okay, geh raus, Nico, und versuch mich zu gewinnen. Ich glaube schon, dass es die Spiele waren, die am Herrenfußball am nächsten dran waren. Die vielleicht so Drittligaspiele simuliert haben.
da haben die meisten von uns einfach noch nicht die Erfahrung vielleicht, auf den Punkt wirklich da zu sein. Ich meine, in Bayreuth waren, glaube ich, 10.000 Zuschauer da. Das war eine ganz andere Atmosphäre, die wir in der Saison jetzt sonst nicht erlebt hatten. Und das ist dann halt nochmal dieser Kitzel, der beim Fußball halt auch da sein kann, mit dem die Jungs, wenn sie den nächsten Schritt machen, definitiv klarkommen müssen. Aber das ist auch ein Prozess, dass sie sich da angewöhnen werden. Die Spielvereinigung Bayreuth gewinnt dieses Topspiel am Ostermontag mit 4:0 gegen unsere Amateure. Kopf hoch, Jungs, weiter geht's. Einmal durchschütteln. Und dann nach vorne blicken. Wie auch gerade nach dem Spiel, nach so einer Niederlage, trotzdem dastehen. Man hört sie jetzt immer noch, sie feiern immer noch. Das ist sensationell. Und das, wie viele Leute heute am Ostermontag hierher kommen, um uns zu unterstützen. Und ja, sorry, dass wir so eine Scheißleistung gebracht haben. Aber was die abliefern, ist ja gut zu merken. Am Ende des Tages sage ich trotzdem, dass wir in Bayreuth eine Riesenchance hatten. Weil wenn wir das Spiel gewinnen, steigen wir auf. Und da sage ich, waren wir einfach zu blauäugig. Wir haben das Spiel ja auch nicht knapp verloren, es war auch nicht ausgeglichen. Wir sind einfach sang- und klanglos untergegangen. Das war so ein Spiel, wo es mich, hat mich auch so ein bisschen an die Drittliga-Runde erinnert. Wenn wir gegen eine Mannschaft spielen, die körperlich einfach ganz anders auftritt, die auch unter Profibedingungen arbeitet. Da waren wir vielleicht auch einen Tick überrascht von der Kulisse. Zuerst möchte ich die ganzen Leute hier begrüßen. Als Trainer habe ich genossen die Atmosphäre in diesem Stadion, die ganzen Fans von beiden Mannschaften. Oder ich glaube nicht, ist 100% sicher, ist die erste Niederlage in 2022. Das erste Spiel, wo ich seit einem Jahr kein Tor geschossen habe. Aber es ist nicht schwer zu akzeptieren und ehrlich zu sein. Da war eine deutliche Mannschaft besser als die andere. Schade für meine Jungs, es ist eine sehr junge Kader. Gestern Gabi Vidovic zum Beispiel das Debüt da oben gemacht mit den Profi. Die Wechseln hier wird in die Partie kommen, war, glaube ich, Gabriel Vidovic, ein neuer Youngster. 18 Jahre jung, Gabi ist unser Top-Torschütze bei den Amateuren, war in der Champions League dreimal im Kader, kam in der Bundesliga erstmals im Kader und jetzt also mit seinem Debüt. Ich glaube, bei meinem Bundesliga-Debüt, so wo ich, für mich war es eigentlich ganz normal, so wo ich reingekommen bin und so, aber dann, wo wir zurück in die Kabine gegangen sind und ich mach so mein Handy und ich sehe so die ganzen Nachrichten. Dann ist mir so, gucke ich so, was ist hier und dann denke ich mir, krass, erstes Bundesligaspiel und ich glaube, es ist schwer, dass das irgendwie aus meinem Kopf rausgeht. Ich dachte mir früher mal so, wo ich so geguckt habe, hey, einmal da, das wäre schon krass, aber irgendwie ist es immer so, wenn du das erreicht hast, denkst du dir, hey, ich schaffe noch mehr und ich glaube, das ist auch gesund so zu denken, wenn du dann das geschafft hast, dass du noch mehr willst und noch mehr und dafür hart arbeitest. Mali Thiemer, genau das Gleiche. Geht im Kader von den Profi, jetzt diese schlechte Moment zu erleben. Aber es ist genau die Prozesse, müssen die Jungs erleben in einer großen Verein wie Bayern München ist. Ja, als Spieler die drei große Niederlage habe. Leider WM-Finale verloren gegen euch. Champions League Finale auch in Madrid verloren und Copa America in der Nationalmannschaft gegen Chile verloren. So, ich weiß schon, wie hart ist eine Niederlage. Ja. Jetzt noch Bayreuth, ne? Also. Jetzt Bayreuth. Aber von der Niederlage lernst du dazu. Und meine Jungs, ich bin voll überzeugt, die werden von heute viel, viel lernen. Vielen Dank, Martin. Thank you.
war schon ein cooles Gefühl, meine Jungs dann wieder zu sehen. Und freue mich natürlich, dass sie es geschafft haben. Und auch coole Unterstützung von den ganzen Fans, Betreuern, vom Staff. Ja, auf jeden Fall ein besonderes Gefühl, vor allem ausverkauften Stadion zu spielen oder den Titel dort zu holen. Und dann noch gegen Dortmund ist nochmal was Besonderes. Der deutsche Fußballmeister 2022. Letztes Jahr hatte ich die Schale ja nicht in der Hand, aber selbst wenn, würde ich mich erst dieses Jahr so richtig als deutscher Meister sehen. Letztes Jahr, klar, habe ich ein Spiel gemacht, aber klar zählt die dazu und steht auch, dass ich zweimal deutscher Meister bin, aber dieses Jahr zählt für mich als erste Richtige. Ist natürlich cool und was Besonderes, jetzt schon Meister zu sein mit dem Alter. Aber mein Ziel ist natürlich, nächste Saison oder jetzt demnächst dann halt auch mal öfter zu spielen und dann auch einen Teil dazu beizutragen, die Titel zu holen. Es ist einfach schwer für mich als Trainer zu sagen, der, der oder der, aber einen Namen, ich kann nicht vergessen, weil ich habe wieder wie zwei Jahre vorher war klein. Ich habe oft gehört, er will nicht schaffen, er ist zu langsam. Gegen den Ball haben wir eine weniger. Ich war immer von Gabi total überzeugt. Die Jungs mit 15, 16, 17, die müssen einfach kicken. Ich kann gerne sagen, ich werde ein Ticket bezahlen, für einfach Gabi zu schauen. Ich habe mit ihm in den 19 als falsche Neuner hat er gestartet und seine Tore gemacht. Und in dieser Saison haben wir auch mit ihm als falsche Neuner gestartet und am Ende hat er 21 Tore geschossen. Er hat so gut entwickelt, nicht wegen mir, weil einfach sein Charakter passt. Nicht nur sein Talent, sein Charakter ist intelligent, er hat Gier. Egal was er spielt in der Woche, 4 gegen 4, 5 gegen 5, 10 gegen 10, Fußball, Tennis, 1 gegen 1, er gewinnt immer. Und das ist ein brutales Beispiel für alle anderen. Gabi Vidovic hat nur körperlich brutal entwickelt, sondern auch als Charakter, als Jungs. Aber er hat immer noch seine Ruhe. Er hat beide Füße 100% im Boden. Das gefällt mir sehr. Was er fußballerisch drauf hat, ist unglaublich. Aber auch zu sehen, dass jemand sehr, sehr, sehr gut ist, bei uns abliefert, oben im Fokus ist, trotzdem bei sich bleibt, in der Kabine einfach ein ganz normaler Typ ist, eine sehr, sehr gute Einstellung hat. Der hat nie irgendwas erzählt über einen Berater, über einen Vereinswechsel, über irgendein Gehalt. Der war einfach immer nur bei sich und hat sich auf seine Sache konzentriert und ist ein überragender Spieler. Wie gesagt, er war letztes Jahr noch U19-Spieler, muss ich sagen, habe ich in den letzten 4 Jahren noch nicht erlebt. Ich muss schon sagen, in den 7 Jahren hat man auch den Campus gemerkt, hat sich weiterentwickelt. Die Jungs, die rausgekommen sind, sind besser geworden. Die haben an Qualität gewonnen. Also fußballerisch halte ich von ihm sehr viel. Er ist technisch auf einem sehr, sehr guten Niveau. Er kann vieles. Fußballerisch würde ich sagen, ist er schon so ein kleiner Zocker. Er kann schon auch frech sein. Vor allem, wenn man gegen ihn spielt, ist das schon auch unangenehm. So ein bisschen auch so, ja, so ein bisschen Bolzplatzmäßig. Aber natürlich, der hat auch Riesenqualitäten. Auch vor dem Tor ist er eigentlich eiskalt. Und mit seinen jungen Jahren macht er das schon auch sehr, sehr gut. Ja. Nochmal! Gabi wird seinen Weg machen, da bin ich fest davon überzeugt. Als jeder hier davon überzeugt. Und das musst du erstmal machen, diese Daten dann wirklich auch wenn es die Regionalliga Bayern ist, diese Daten dann wirklich aufs Papier zu bringen. In diesen jungen Jahren war dann schon beeindruckend. Natürlich hat es uns auch als Mannschaft getragen, keine Frage. Aber die Mannschaft hat auch ihn getragen. Also eigentlich macht es nur positive Sachen mit mir, wenn ich sowas höre. Vor allem, wenn es der Trainer über dich sagt, dass Benny Kehlis bin ich. Ich habe es schon mal gesagt, sehr viel dankbar. Also alles, was eigentlich im letzten Jahr passiert ist, gehören große Anteile ihm. Bringt eigentlich nur Positives bei mir. Also wenn ich höre, dass Welzi oder irgendjemand was Gutes über mich sagt, ist das, bin ich sehr dankbar. Danke.
Als wir natürlich dann mitbekommen haben, dass Bayreuth gegen Rosenheim verloren hat und wir haben in Rhein am Lech gewonnen an dem Tag. Das war dann natürlich nochmal so ein kleiner Hoffnungsschimmer für uns. Da haben wir auch gesagt, es ist noch nicht vorbei, wir können es auf jeden Fall noch schaffen. Im Fußball ist alles möglich. Es war jetzt auch nicht, es muss nicht das größte Fußballwunder passieren, sondern die mussten einfach zweimal Punkte liegen lassen und wir hätten alles gewinnen müssen. Unglaublich. Ich weiß noch, dass ein Timo mich hergelockt hat und im Vorwand. Und dann war schon Kameras drin und dachte so, was machen die denn da? Also irgendwas ist da hinterm Busch. Ich war da. Der muss um die Ecke einfüllen. Nico Junge. Servus Nico. Nico. El Capitano. Lieber Nico. Servus Nico. Mein lieber Capitano. Lieber Nico. Ja, servus Nico. Lieber Nico. Servus. Lieber Nico. Lieber Nico. Servus, lieber Nico. Ja, auch bei dir ist jetzt Schluss und somit herzlich willkommen in der Fußballrente. Ich denke gerne an unsere gemeinsame Zeit zurück auf dem Trainingsplatz, bei Spielen oder auch bei Reisen. Da denke ich an die USA-Reise, da hat man einen tollen gemeinsamen Abend. Bei ein paar Bierchen haben wir uns gut unterhalten. Hat wirklich Spaß gemacht. Du warst ja sowohl auf und neben dem Platz immer ein wahrer Führungsspieler. Der Sprung in den Männerfußball, der kam erst durch dich so richtig zustande. Du warst nah an den Fans, ja, du warst einfach ein super Repräsentant des FC Bayern und für mich als Trainer damals ein hervorragender Kapitän. Herzlichen Glückwunsch zu einer, wie ich finde, geilen Karriere. Wahnsinn, was du hier in den letzten Jahren geleistet und geliefert hast. Und es hat mir immer wieder Spaß gemacht, wenn du auch bei uns oben mit reingeschnuppert hast. Unvergessen für mich vor ein paar Wochen dein Lupfertor bei uns im Training. Und natürlich, wie du den Pokal in die Luft gestreckt hast an deinem 30. im Supercup. Ich glaube immer, das Wichtigste ist, dass man Fußstapfen hinterlässt. Und die hast du definitiv hinterlassen. Wir haben uns im hohen Norden mal getroffen. Da hast du sie da auf deine Art hinterlassen. Die hast du beim großen FC Bayern hinterlassen, auch auf eine sehr spezielle Art und Weise, auf eine sehr nachhaltige Art und Weise. Und da möchte ich dich einfach beglückwünschen. Du warst ein toller Fußballer. Du hattest immer eine überragende Einstellung zum Fußball. Aber das Allerwichtigste ist, du bist einfach ein ganz, ganz feiner Kerl. Also genieß es, genieß die letzten Spiele oder das letzte Spiel und bleib gesund. Alles Gute. Ciao, ciao. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich kämpfe noch ein bisschen. Ich bin eigentlich überglücklich darüber, weil ich mir das Gequassel von den beiden immer anhören muss. Naja, ich werde es vermissen, muss ich sagen. Es sind schon zwei echt besondere Kerle, die ich kennengelernt habe im Fußball. Stechen heraus. Ja, rückblickend muss ich sagen, es war eine echt geile Zeit. Und dieses Dreiergespann hat echt gut funktioniert, von Beginn an eigentlich. Und ja, definitiv gehe ich da mit einem weinenden Auge an diese Sache. Und ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird, aber die zwei werden mir fehlen. Nico, 7 Jahre bei der Amateure gespielt, ist einer von den drei Spielern, die meiste für die Amateure gespielt hat. Das ist eine Legende von der Amateure, kann man sagen. Zu Nico hatte ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und Nico ist ein Spieler, glaube ich, der für jeden jungen Spieler sehr, sehr wichtig war. Weil er auch einfach zu den jungen Spielern sagt, wenn was mal nicht läuft, egal, mach weiter so. Auch wenn der Coach mal was anders sieht, wie ein junger Spieler und der junge Spieler sich vielleicht nicht traut, es anzusprechen, kommt Nico dann zu dem Spieler und sagt, wenn du meinst, dass du es so machen musst, dann mach es so. Und ich glaube, das ist einfach die Erfahrung, die Nico mitbringt, um junge Spieler in eine Mannschaft mit einzubinden. Und ich glaube, das hat er mit jedem jungen Spieler, vor allem in der dritten Liga, geschafft. Guten Tag, wir können dir gerne. Bitte, guten Tag.
oder? Steh auf, komm, Jungs, steh auf. Hey, ich hab eine Bitte an euch. Also es ist eh schon Wahnsinn, was ihr macht, dass ihr mit da seid. Eine Bitte, ich möchte gewinnen. Ich möchte da rausgehen und den Platz verlassen als Gewinner. Und deswegen einfach alles geben, was wir sonst auch machen. Nichts anderes. Vollgas geben. Zeigen, dass wir Bayern München sind und besser sind als Burghausen. Und dass wir zu Hause, wie der Trainer gesagt hat, ungeschlagen sind und mit dem 15. Sieg eine gute Saison abschließen. Wir gewinnen heute. Bitte, tut mir den Gefallen. Einfach dafür alles zu geben, heute zu gewinnen. Vollgas. Okay, Jungs? Letzte Heimspiel ja, war besonders, nochmal im Grünwalder Stadion einzulaufen. Das war jetzt, ich sag's, 7 Jahre lang mein Heimstadion. Ich habe da unglaublich gern gespielt. Das war richtig Heimat. Komm her, komm her. Ich gehe jetzt an die Tür hinterher. So. Und Maxi Welzmüller, zwei ganz große bei unseren Amateuren, sagen Servus und wir sagen Merci. So, letztes Heimspiel dieser Saison gegen Burghausen. Und die Führung für die Gäste, 40. Minute aus Spitzenwinkel. Aufgepasst, wieder kommt Burghausen. 0:2, 50. Minute. Und wieder die Gäste und wieder schlägt es ein. Ist das bitter. 0:3, 53. Freistoß für Burghausen. Oh, ist das bitter. 4:0 für die Gäste. Schade beim Abschied von Nico Feldhahn. Die zwei waren, die zwei sind und die zwei werden in dieser Kabine einfach lange bleiben. Da gab es Momente im Spiel, wo ich wirklich so kurz hochgeschaut habe und gesagt habe, okay, saug so viel wie möglich auf, genieß den Moment. Das war unglaublich schön und danach zu den Fans zu gehen, ja, das ist was Besonderes und ich bin super dankbar dafür, dass ich den Abschied bekommen habe vor den Fans. Mit den Fans, wir haben so viel zusammen erlebt, wir waren zusammen in dem Premier League Cup, die dritte Liga, also wir haben so viel schöne Erlebnisse gehabt und dann nochmal vor den Fans stehen zu dürfen, war sehr besonders. Dann haben wir von den Fans einen super schönen Abschied bekommen. Wir haben, glaube ich, zwei ja, riesengroße Bilder mit Fotos von uns bekommen, waren da eben auf dem Zaun. Ich habe unglaublich schöne Worte von meinen Mitspielern, von den Leuten drumherum bekommen.
war einfach seit Kindheitstagen einfach Fan. Ich war, als ich klein war, oft hier im Probetraining, es hat nie geklappt. Ich war mit meinem Papa im Olympiastadion, in der Allianz Arena. Ich habe hier super viele Trainings angeschaut. Und es ist einfach so ein Mythos, so, da will man irgendwie sein. Und dann hat man es gefühlt ja auch nicht geschafft, für die erste Mannschaft zu spielen. Und am Ende des Tages bist du trotzdem im Verein und spielst für die Amateure. Und das war gefühlt dieselbe Ebene. Also für mich war Amateure spielen mein, ich bin Profi bei Bayern München, weil ich jeden Tag hier reingelaufen bin. Ich habe so oft vom Training oder vom Spiel mich umgezogen, da sind die ganzen anderen in Handys und habe mir einfach das Wappen angeschaut und gedacht, das ist eigentlich unglaublich. Ich spiele jetzt mit diesem Trikot und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, ich schaue jedes Mal das Wappen an und das ist einfach ein unglaubliches Gefühl und ist einfach stolz und natürlich auch dankbar, dass man hier sein darf. Ich habe die Mannschaft gesehen auf dem Feld, mich total repräsentiert gefühlt als Trainer, wie man die Mannschaft gespielt hat. Ja, ich habe am Anfang der Saison, dass wir versuchen, offensiv und attraktiv Fußball zu spielen. Mit 110 Tore, glaube ich, haben wir das geschafft. Als Ex-Sechser oder Ex-IV, es fällt was in die Defensive, aber wir haben zu viele Tore bekommen. Aber ich habe immer Spaß gehabt, deswegen ich sage nochmal ein Kompliment für die ganze Truppe. Irene, wie haben wir gestartet in der Saison mit einem harten Schlag von dritte Liga auf Regionalliga. Und jetzt haben wir die Gewissheit, das ist der Abstieg der FC Bayern Amateure. Mit vielen anderen Gesicht haben wir eine Überreise-Saison gelegt. Klar, wollte auch erste sein, aber wir haben es geschafft. Normalerweise mit 85 Punkten oder mit 88 Punkten. Normalerweise bist du Meister, hätten wir alle unterschrieben vor der Saison 20 Punkte mehr als dritter Platz. Oder, Amindo? Leider war eine besser als uns. Kompliment von Bayreuth, haben wir lange Woche gesagt. Nico, bitte nimm deine 15 Minuten, ein paar Worte als Kapitän, als letzter Tag. Ich kann es nicht begreifen, für mich ist es noch komisch, es fühlt sich so surreal, irreal, komisch an. Dass ich jetzt die Fußballschuhe nicht mehr anziehe und irgendwie. Vielleicht, ich werde es mit Sicherheit nochmal anziehen, aber dann geht es um nichts mehr. Dann werde ich irgendwo ein bisschen kicken. Auch nicht nur auf dem Spiel, sondern auch auf dem Trainingsplatz. Die Fußballschuhe anziehen, sich zu messen, dem Trainer zu zeigen, dass man besser ist als der andere, dass man Bock hat, als Mannschaft zu gewinnen. Genießt es. Und der Trainer sagt, es ist bei Verletzungen, es ist besonders, wieder auf den Platz zurückzukommen. Und ich kann es euch jetzt nur von ganz, ganz hier raus sagen. Es war wirklich extrem viele Trainingszeiten, ich weiß nicht, wie viele es waren. Hier auf dem Platz und habe es so als normal empfunden. Und je mehr man die Wochen und Tage abzählen konnte und dann wirklich die einzelnen Trainingseinheiten an den Tagen abzählen konnte, umso mehr, ja, umso besonderer ist es, umso emotionaler, umso trauriger ist man, dass man die Schuhe nicht mehr anziehen kann. Also deswegen kann ich euch nur sagen, genießt das Privileg. Von meiner Seite vielen Dank für diese Saison, vielen Dank für meine letzte Saison, vielen Dank für mein letztes Training. Danke. Ich bin sehr glücklich und ich hatte nie damit gerechnet, dass ich meine längste Zeit in einem Verein bei Bayern München verbringen darf. Da bin ich echt sehr, sehr glücklich und auch sehr, ja, bin auch sehr stolz drauf. Warte, stopp, ein Foto. Oh, oh mein Gott. Oh. Was? Ja, unsere Grenze war die FIFA-Break. Es ist keine Ausrede, es ist eine Argumentation. September, Oktober, November haben wir 12 Spieler unterwegs gehabt, wo die spielen 3 Stück in 10 Tagen, kommen am Mittwoch und in der Regionalliga spielst du am Freitag. Da klar waren die Spieler einfach platt. Oder ein paar Spieler, die haben gespielt, waren danach verletzt. Da war unsere Grenze. Im September, Oktober, November nach FIFA-Break haben wir nicht gewonnen. Alle anderen Mannschaften in der Regionalliga haben nicht Spieler in die Nationalmannschaft gehabt. Wir schon, 12 Stück.
Wir sind leider in die Regionalliga wieder abgestiegen, haben wir aber dort jetzt fast eine U19-Mannschaft vom Altersdurchschnitt auf dem Platz, sind da trotzdem in der Regionalliga auf dem zweiten Tabellenplatz, kämpfen immer noch mit allen Mitteln drum, wieder zurückzukommen. Aber ich glaube, das zeigt schon auch, wie sich die Qualität entwickelt hat. Ich glaube nicht, dass wir vor 4, 5 Jahren mit unserer U19 in der Regionalliga hätten mithalten können. Da wären wir wahrscheinlich eher in Probleme gekommen. Und ich glaube, deswegen gibt es da schon viele Beispiele und viele, viele Hinweise dazu, dass wir Schritt für Schritt uns hier einfach weiterentwickelt haben. Ich werde meine Jungs vermissen, weil nochmal, wie gesagt, die waren schon 3 weg. Im Winter, wahrscheinlich jetzt haben wir auch ein paar weg. Gabi Vidovic ist schon da oben, Malitinmann ist schon da oben, Josef Tanis ist schon da oben. Da macht mich stolz. Ich glaube, was sich die letzten Jahre Campus, aber auch schon davor nicht verändert hat, ist, dass der Bayern-Profikader ein relativ kleiner Kader ist. Ich glaube, wenn man es vergleicht mit den anderen Top 8 europäischen Clubs, wie groß die Kader sind, dann haben wir immer noch, trotz Jamal, Paul Wanner, auch Josip Stanisic, die schon dabei sind, immer noch einen sehr kleinen Kader. Das heißt, es gibt immer wieder Platz für junge Spieler, sich da reinzuspielen. Wir haben weiterhin den Ehrgeiz, so viel wie möglich Spieler dort anzubieten. Und jeder Spieler, der sich dort sozusagen eine Position erarbeitet, immer wieder eingeladen zu werden zum Training und auch ein paar Spielminuten kriegt, macht uns natürlich stolz, macht die Mitarbeiter stolz und ist natürlich auch ihre größte Motivation, hier jeden Tag Gas zu geben. Extrem wichtig für uns als Mannschaft, da einfach sich nochmal in die Augen zu schauen, nochmal die Leute zu verabschieden, die jetzt den Verein verlassen werden, den Leuten nochmal Danke zu sagen, die das ganze Jahr für einen da waren und die Spieler nochmal daran erinnern, dass es nächste Saison wieder eine Saison geben wird, an der wir wieder angreifen wollen. Die wissen selber, diese gleiche Gruppe steht nicht zusammen nächstes Jahr. Deswegen, ich als Mensch, als Vater, als Trainer, ich werde diesen Moment nie vergessen. Die verletzten Spieler, gute Besserung. Und wir haben, wenn Spieler hier bleiben, bitte. Wir sind schon heiß auf die nächste Saison. Weil wir haben über eine Saison gespielt, aber es geht immer besser. Für die ganze Tag, vielen Dank. Netto. Super, nett, dass du immer mit deinen Stellung fertig kommen. Aber Jurein, Semi, Bui, Steffen, Martin Delemann, Jaro, die zwei Videos, alle, Simon und Milovane, bitte, alle. Vielen, vielen Dank, die Pisio. Ich hoffe, dass ihr mindestens von mir was gelernt habt. Jussi, Metu, Amin, Jungs, genießt den Urlaub. Die Tür sind immer offen, Telefonnummer ist immer da. Einfach schreiben, irgendwann treffen wir einen Kaffee zusammen, eine Pizza, das zahle ich. Ich wünsche für euch alle das Beste, bitte. Dankeschön. Ich muss sagen, am Anfang von der Saison war ich ja noch in der Vorbereitung bei den Profis und hatte da eine super Vorbereitung auch und bin dann aber runter zu den Amateuren gegangen. Da lief es dann eher nicht so gut. Ich glaube auch eine kleine Enttäuschung war da schon da, aber ich habe versucht, das Beste dann draus zu machen. Aber das lief dann am Anfang nicht so gut und dann musste ich halt wieder reinfinden, hatte dann nicht so viel Spielzeit. Aber in der Rückrunde habe ich dann angegriffen. Und das hat mir dann echt gut getan, habe dann auch getroffen, auch wichtige Treffer gemacht und habe dann von Spiel zu Spiel einfach weitergemacht und dann lief es halt einfach super. Als Fazit zu der ganzen Mannschaft, es war eine super geile Saison und ich glaube, wir sind als Team so zusammengewachsen und ich glaube, ich war noch nie in so einer guten Mannschaft bis jetzt und es hat mir einfach mega Spaß gemacht, auch der Trainer war super. Also, er hat auf mich gesetzt und er hat mir das trotzdem gezeigt, auch wo ich nicht gespielt habe. Und dann habe ich auch meine Chance bekommen und habe ihm gezeigt, dass ich die auch super genutzt habe. Alles Gute an die Amateure und ich weiß, dass die Jungs da alles geben werden und das wieder hinbekommen, da aufzusteigen. Ich kann da nicht glauben, dass die Saison schon vorbei ist. Ich hatte so Spaß gehabt.
Ich möchte nicht zum Ende kommen. Ich möchte noch weitermachen. Ich liebe die Jungs, liebe die Jungs. Ich werde viele Jungs vermissen. Ich bin schon heiß auf die nächste Saison, weil ich halt nur Kleinigkeiten gefehlt, für Meister zu werden. Verstanden, hören uns auch heute oft per FaceTime und so Sachen, und kann man nicht einfach so irgendwie jemanden finden, sondern es hat sich einfach über Jahre entwickelt und ist echt top. Bright, ein Jahr davor hatte es eine schlechte Phase gehabt, wieder in guter Verfassung, 4-5 Monate zum ersten Mannschaft gegangen. Oliver Dittmeier hatte ein schlechtes Jahr, ich habe gut gestartet und danach zur zweiten Liga gegangen. Amindo ist ein besonderer Jungs. Ich liebe ihn. Nicht nur als Spieler. Er kommt jeden Tag zum Trainingsgelände, zum Kabine mit einem Lachen. Er macht immer gute Stimmung. Von den letzten 7 Spielen, 6 Tore oder von den letzten 8 Spielen, 7 Tore gemacht. Aber eine brutale Leistung. Du siehst schon, wenn einige Jungs voll überzeugt auf seine Qualität ist und hat keine Angst, in 2 Kämpfe in 1 gegen 1 zu kommen. Amindo hat den Ball bekommen, wo, wie gesagt, in verschiedenen Phasen von der Saison, am Anfang von der Saison, war nicht richtig sauber mit dem Ball. Die letzten Monate war brutal überzeugt. Gib mir den Ball, Jungs. Bitte bringt den Ball zu mir. Ich helfe euch. Ich gehe in 1 gegen 1. Ich schieße 10 Mal. Ich flanke. Ich gewinne mein Duell. Mit allem Respekt, weil ich möchte nicht sagen, wer war besser als die anderen. Aber am Ende. Mit Abstand war eine der beste in den letzten Monaten. Ich habe Vertrag beim FC Bayern München, was mich natürlich immer sehr, sehr stolz macht, als Münchner Junge Vertrag beim FC Bayern München zu haben. Das heißt, ich bin ja nicht weg, sondern ich bin nur ausgeliehen. Es geht einfach um meine persönliche Entwicklung. Es war ein Interesse von mir und vom FC Bayern, dass ich jetzt vielleicht mal die nächsten Schritte gehe, dass ich mich noch weiter entwickeln kann und jetzt vielleicht die Chance habe, zum Profispieler heranzuwachsen. Die liebe Torben Rhein für mich ist persönlich. Ich bin hier gekommen und mein Blick war sofort auf seine Füße. In meinem ersten Training und meinem ersten und zweiten Training war ich gesagt, was für ein Spieler. Jetzt ist mein drittes Jahr als Trainer vorbei und ich weiß noch nie, ob er ist immer noch linker Fuß oder rechter Fuß. Es kommen bei mir viele Emotionen, wenn ich spreche von Torben, weil wahrscheinlich haben wir zusammen in diesem Jahr nicht richtig geschafft, auf sein Potenzial zu schaffen oder zu kommen. Aber ich traue ihm sehr, nicht nur als Spieler, als Mensch, sehr intelligent. Ich werde ihn vermissen. Er war einer, der in der Rückrunde nicht nur gut gespielt, sondern auch überall trainiert. Das freut mich sehr. Ich würde gerne noch mal ein Jahr mit ihm zusammenarbeiten. Aber ich glaube, er ist schon bereit, wie gesagt, für den nächsten Schritt. Ich habe schon letztes Jahr in der dritten Liga gespielt. Am Anfang hast du sogar noch Freistoßtore geschossen, das hat ein bisschen nachgelassen, aber es ist auch okay. Das liest du doch hier unten ab, ehrlich. Ich habe mir gerade überlegt, ob wir mal zusammen gejubelt haben, aber das haben wir auch nicht. Ja klar. In Dresden. In Aschaffenburg. Oh ja, aber das war, welches hast du gemacht? Ich glaube, wir verstehen uns auch gut, weil wir Fußball schon ähnlich sehen und weil wir auch so drumherum sehr, sehr ähnliche Werte haben. Und das, glaube ich, ist ein Grund, warum es sehr, sehr gut matcht. Und deswegen kann ich noch mal sagen, froh, dass ich dein Stellvertreter sein durfte, weil du, wie gesagt, der beste Kapitän warst, den man sich wünschen kann. Ich muss einfach von Bayer einfach Danke sagen. War eine brutale Erfahrung, diese 3 Jahre, wo ich habe viel, viel gelernt. Vielen Dank für alles.
Servus, macht es gut. Vielen Dank. Ciao. Habe die Ehre. Wir sind wir. So sieht's aus. Und keine Angst, wir kommen nicht zurück.